Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Samurai Jack. Doch, du kannst hier noch ein bisschen warten. Ja, wir sind jetzt gerade hier unterwegs. Und ich meine, ich habe auch was vergessen, ist mir gerade mal eingefallen. Ein Weg, den ich hätte noch gehen können. Glaube ich zumindest, aber bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Wir springen jetzt erstmal durch ein Portal und schauen uns mal an, was uns dahinter erwartet. Direkt der nächste Bosskampf. Ja gut, ich wusste das leider schon, aber... Du hast hässliche Zähne. Ah, die war ganz schön nervig. Ich erinnere mich auch wieder, dass hier der Gegner auch bei Samurai Jack war. Du kleiner Sa. Ah, ich habe aus Versehen Heilung genommen. Wollte ich gar nicht. Ist ganz schön nervig. Macht aber ganz schön viel Schaden, muss ich sagen. Mein Gott, die Sichel ist aber heftig. Ja, nee, ist klar. Kurz vorm Ende, weißt du? Ah, es ist ja schon mal gut. So, dann gehen wir mal direkt weiter. Yeah, was für ein guter Beat. Face them here. There are too many.
So, also wer die Serie kennt, müsste die Imakandi auch kennen. Das ist ja ein Volk, dessen Hauptaufgabe nur des Jagens besteht. Und ich weiß nicht, warum Adult Swim die Serie nicht öffentlich gemacht hat. Auf jeden Fall kann man sich die leider nicht auf YouTube ansehen. Ja, und Aku hatte mal den Auftrag gegeben, dass sie Samurai Jack jagen sollen. Und ich weiß nicht warum, bin mir nicht mehr ganz sicher, warum sie die Jagd aufgehört haben. Vielleicht weil er einfach sich würdig erklärt hat, dass er nicht gejagt werden muss, oder bin mir auf jeden Fall mehr ganz sicher. Auf jeden Fall haben sie eigentlich die Jagd auf ihn aufgehört. Jetzt bin ich mal gespannt, warum sie ihn wieder jagen wollen. Ja. Dann nehme ich doch lieber mal einen Bogen. Ach, ich muss ja noch Pfeile auswählen. Hä? So. Nicht zu vergessen, hier ist auch ein Gegenstand, den hatte ich auch schon eingesammelt. Ich müsste doch gleich schon zu dem Punkt ankommen, wo ich zuletzt aufgehört habe. Ich weiß nicht warum. Ich habe ja schon mal im letzten Let's Plays gesagt, dass ich ja ganz gerne die ganzen Folgen nachholen wollte. Aber wenigstens konnte ich zwei davon abhalten, mich zu erschießen. Ich weiß nicht, warum Adult Swim ein paar Folgen halt nicht öffentlich gemacht hat. Hab's nicht so ganz verstanden. Aber naja, ist halt so. Was soll man machen? Eigentlich kann man sich überhaupt freuen, dass sie ein paar Folgen online gestellt haben. Hätte es auch sein lassen können. Hätten auch alles mit Geld. Herr Neuex hat eine kleine DVD-Box rausgeräumen können. Und ja, hätten auch Geld verlangen können dafür. Aber nee, die machen es ja. Stellen das Ganze ja kostenlos auf YouTube zur Verfügung. Genauso wie mit der Serie. Der aktuellen Staffel. Die jetzt 2017 lief. Bringen sie jetzt ja auch nach und nach auf YouTube. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, denn sie sind die Imakandi. Okay. So. Ah. Krieg ich wenigstens ein Kristall geschenkt. Aber öffnen wir nochmal die Kiste. Gold nehme ich immer gerne an. Irgendwas? Nö. Okay. Mist. Ich dachte, ich könnte wenigstens alle erwischen, aber nö. Das ist auch schlimm mit den Käferbots. Erwischt dich einer, kannst du es direkt fast vergessen, wenn alle hintereinander sind. Alle hintereinander kommen. Ach, das war hier die Stelle. Ganz viele Krokodile.
ganz viele Krokodilbots, die Samurai Jack erstmal mit der... Für mich ist es eine Hellbarde, ausschalten wird. Ah. Nee. Oh. Ah, da war es noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Oh. So, da sind die Makandi. Aber da die Makandi ja gut sind, also Sterbliche, werde ich sie jetzt erstmal nur verprügeln. Na. Kommt noch einer? Anscheinend nicht. Ah, da ist doch der Schotte wieder. Jack, dadurch werden die Schurken noch schlimmer. Es gibt kein Entrinnen. Wo ist der Ausgang? Finde und benutze die Leiter, um die Stadt zu gelangen. Dann mache ich das doch mal. Danke. Eine Stachelkeule. Hm. Ich glaube, die habe ich aber letztes Mal auch gekriegt. An genau an derselben Stelle. So. Und ab hier ist gleich der Punkt, wo ich zuletzt aufgehört habe. Denn ab hier weiß ich nämlich mich auch nicht mehr, wie es storytechnisch weitergeht. Erstmal hier alles kaputt machen. Und dann gehen wir mal kurz shoppen. Aber vorher noch die auch noch kaputt machen. So. Ja, nichts zu vergessen. So, was hast du mir zu verkaufen? Vor allem muss ich Error erstmal reparieren. Ja, du wirst repariert. Ne, ihr nicht. Ihr werdet repariert, denn ihr seid schon hart am Limit. So. Ach. Wollte ich noch mal weiter gucken. Jetzt vom Kaufen, dann Pistole. Maschinengewehr. Ich weiß nicht, ob ich einen bekomme. Aber ich glaube, ja, wohl. Ich werde, glaube ich, jetzt erstmal investieren, indem ich mal eine Waffe aufstufe. Bin ich halt ein bisschen für sinnvoller. So, was machen wir dann als nächstes? Gucken uns nochmal die Fähigkeiten an. Mit einem mächtiger Schwer-Kombo. Wie viel haben wir denn überhaupt? Wir haben ja gar nicht so viel. Das heißt, ich könnte eigentlich auch eher... War das hier? Nein, dafür habe ich nicht genug Juwelen. Das benutzen, dass ich mehr Erfahrung kriege. Das ist natürlich auch nicht schlecht für den nächsten Weg. So, gehen wir mal nach hier oben. Und ich würde mal sagen, das lassen wir jetzt mal nach einer kurzen Folge sein. Denn ich muss einen kleinen Cut jetzt machen. Und mich freuen, wenn ihr nächstes Mal bei einschaltet bei Samurai Jack. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen weniger Zeit ist als gerade, weil ich könnte noch mal vorher was gucken. Kann ich auch echt nicht benutzen. Bestimmt für welche irgendwelche Fähigkeiten, Sammelstücke. Ja, das könnte ich vielleicht auch noch machen. Ich hatte vielleicht, na, jetzt habe ich eh nicht genug Geld. Ich könnte einen Bambusstab verkaufen.
Aber egal. Ne, ich hole keine Maschinenpistole. Hinterher kriege ich nur eine. So. Aber ich verabschiede mich und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Samurai Check. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.